Nein, Schatz. Gewinnst du? Ich weiß noch nicht. Ist ein bisschen später geworden, aber dafür sind wir jetzt auch mit der Abrechnung fertig. Schlimm? Hm? Was? Nein, nein. Hauptsache, es macht dir Spaß. Sonst würde ich doch bleiben lassen. Hm? Ist dein Bruder zu Hause? Woher soll ich denn das wissen? Er so spät im Keller. Vielleicht ist ihm die Sicherung durchgebrannt. Lass nicht so spät werden. Hm? Du musst dich morgen früh vorstellen. Nimmst du denn jetzt noch eine? Du bist schon richtig süchtig. Thank you.
war denn nun? War das tatsächlich ein Einbrecher? Ja. Und? Du hast ihm doch nicht das Geld abgenommen und ihn da laufen lassen? Nein. Ja, doch. Klaus. Der sagt, es hat alles geklappt. Ja. Und wo ist Karl? Der sagt, er hat ihn überhaupt nicht gesehen. Er war vielleicht wütend. Karl hat versprochen, keinem was davon zu sagen. Dann komme ich dann und frag nach Karl. Ich will einen gewissen Stefan treffen. Klaus? Ja? Ich habe Angst. Es ist wie bei einem gut geführten Schachspiel. Wer entscheidend im Vorteil ist, kann nicht mehr verlieren. Wenn er seine Chancen nutzt. Vielleicht gilt das nur beim Schach. Nein, das gilt immer. Stefan. Ja, warum sind Sie denn nicht gekommen? Was? Wohin denn? Na, möglich, aber unwahrscheinlich. Der Einbrecher hat doch eine bestimmte Beute gesucht. Wir haben übrigens die anderen Spuren genau analysiert. Ist das was Unangenehmes? Nein, nein. Vielleicht hatte der Thiemann weder seinen Schwager noch einen anderen Komplizen bei sich. Sondern? Das wäre... Du meinst, es ist gar nicht Thiemanns Schwager, der dich erpressen will? Vielleicht ist es mein Schwager. Das wirst du echt komisch. Wie sollte das denn können? Wir werden so eine Art gut nachbarlicher Beziehungen einleiten, so ganz spontan, als wäre es für Freundschaft nie zu spät. Es tut mir leid, ich kann dir wirklich nicht folgen. Aber das kommt schon noch, Schatz. Lass mich nur nachdenken. Willst du nicht auch noch zu Häberle? Ja, doch, in 2 Stunden. Es nicht. Der Klaven weiß also, dass wir wissen, dass es 2 waren, ne? Ja, sicher.
mein Hirn. Was machst du hier?